Hallo liebe Abonnenten, Zuschauer, nicht mehr Abonnenten, wie auch immer. Willkommen zu einem Infovideo von mir. Im Hintergrund seht ihr ein Let's Play, oder vielmehr sollte es ein Let's Play werden. Und zwar war das zu Beginn dieses Jahres, also dem Jahre 2012 irgendwann. Ursprünglich auf meinem alten Kanal dann auch hochgeladen. Wie gesagt, sollte ein Let's Play werden. Leider gab es bei der Aufnahme ein Problem. Es ist ein altes DOS-Spiel, das heißt sehr geringe Auflösung, wenig Plattenplatz, der verbraucht wird während der Aufnahme, was dazu führte, dass ich das Ganze irgendwie 12 Stunden lang am Stück gespielt habe und aufgenommen habe, leider ohne Sprachaufnahme, also ohne die Stimme. Das war sehr frustrierend, habe ich wie gesagt erst sehr spät gemerkt, schade darum, aber gut. Wie gesagt, hier im Hintergrund jetzt als ja, kleines Gimmick für ein Infovideo als Speedrun bzw. im Zeitraffer, wenn wir mal hier im Deutschen landen wollen. Genau, im Zeitraffer, und zwar das Spiel ist vom Namen her Dune, der Wüstenplanet, ist ein Strategie-Adventure, wenn ich das so sagen darf. Also man hat durchaus Strategie-Komponenten mit drin, muss seine Truppen bewegen. Im Großen und Ganzen ist es aber eher ein Adventure. Ja, wie gesagt, tolles Spiel, kann man sich ruhig mal anschauen. Gibt's, wenn man bei Google danach sucht, gibt es das durchaus. Ich glaube, Sprachen waren Englisch, Französisch, Deutsch. Ich weiß es nicht. Ich glaube so. Konnte man auswählen. Ist ein DOS-Spiel, spielt sich sehr schön unter DOSBox. Aufnahme war auch mit DOSBox. Wenn man natürlich noch ein DOS hat, geht das sicherlich genauso gut. Habe ich jetzt bei mir persönlich nicht. Gespielt habe ich das Spiel zum ersten Mal. Und da war ich noch relativ klein. Hatte das auf CD, es war eine relativ coole Zeit, muss ich sagen, als Kind. Und zwar habe ich das Spiel, das ist ganz lustig, ich hatte das Spiel auf CD immer mit und eine Diskette mit meinem Spielstand, den ich tatsächlich zwischendrin immer mit transportiert habe. Ja, eine coole Sache eigentlich. Ich habe es dann zu Hause gezockt und war dann manchmal bei meinem Vater in der Arbeit. Da habe ich dann immer die Diskette mitgenommen und dann dort weitergespielt und dann den Spielstand wieder auf die Diskette und von der Diskette wieder auf den Rechner, und war wie gesagt relativ cool. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Habe das Spiel ehrlich gesagt schon in letzter Zeit, na gut, was weiß ich, also ich habe es schon durchaus ein paar Mal in DOSBox gespielt. Wie gesagt, bin allerdings ja auch, wie ihr ja wisst, ein Adventure-Freund. Und wie gesagt, hatte das ursprünglich original auch auf CD, die habe ich allerdings auch irgendwie nicht mehr finden können. Das Spiel gibt es inzwischen gemeinfrei, also die Rechte liegen immer noch, glaube ich, beim Publisher. Allerdings gibt es da jetzt keinen kommerziellen Hintergedanken mehr. Also man kann das frei im Internet runterladen, wenn man entsprechend sucht. Und wenn ich jetzt sage, auf den einschlägigen Seiten, meine ich natürlich nicht irgendwelche illegalen Seiten, sondern ich meine tatsächlich auf den einschlägigen Adventure-Seiten, wo man alle möglichen alten DOS-Spiele findet. Oder auch, tja, weiß nicht, Amiga-Spiele, C64-Spiele. Nun gut, jetzt habe ich tatsächlich schon 4,5 Minuten geredet über das Spiel im Hintergrund und wollte eigentlich ja zu dem Infoteil des Videos kommen, deshalb ja Infovideo. Ich hoffe, es sind überhaupt noch Zuschauer da, denn wahrscheinlich habe ich jetzt so lange geredet, dass die Leute alle schon abgeschaltet haben. Ja, worum geht es in diesem Infovideo? Zunächst einmal habe ich ein neues Mikro. Ein Großmembranmikro habe ich mir jetzt zugelegt, beziehungsweise habe ich mir noch nicht zugelegt, sondern werde ich mir zu Weihnachten zulegen. Es steht nur hier schon in meinem Testaufbau. ihr wisst schon, ne? Ja, manchmal muss man einfach mal ein gutes Angebot eben wahrnehmen. Ich werde es wahrscheinlich auch wieder erstmal noch zusammenpacken für Weihnachten. Ich weiß noch nicht. Großmembranmikro mit Ständer und Popschutz. Den Popschutz habe ich noch nicht drauf. Ja, egal. Wie ihr seht, habe ich ja eben das neue Mikro, beziehungsweise ihr hört es hoffentlich. Ich wünsche mir nämlich wirklich, also ich habe die Hoffnung, dass das die Audioqualität stark verbessert im Vergleich zu meinem Headset. Ihr könnt es mich ja in den Kommentaren mal wissen lassen. Das wäre ja ganz nett, dann kann ich da mal so einschätzen, wie es aussieht. Ich persönlich finde die Qualität besser, bin allerdings auch noch nicht fertig mit den Einstellungen. Also ich arbeite noch dran, das perfekt zu optimieren. Nun gut, worüber wollte ich noch reden? Genau, das war das eine. Zum anderen hatte ich zwischendrin jetzt 22 Abonnenten. Das fand ich persönlich sehr schön. Das hat mich gefreut. Sicherlich nicht allein mein Verdienst. Ellie B. mit unserem Zak McKracken Between Time and Space war sicherlich daran nicht ganz unschuldig. Ich muss ganz ehrlich sagen, mit Ellie B. zusammen zu spielen macht auch viel mehr Spaß. Ja. Und so wie es aussieht, anscheinend euch auch, denn Zak McKracken Between Time and Space als Let's Play, welches ja immer noch nicht beendet ist, kommt meiner Meinung nach sehr gut an. Was man dazu noch sagen muss, ist, dass wir momentan einfach Schwierigkeiten haben, gemeinsam Termine zu finden, um das aufzunehmen. Ellie B. ist so im Studium eingebunden, ich bin bei der Arbeit und im Studium auch stark eingebunden. Zusätzlich, ja, sehen wir uns jetzt, eigentlich sehen wir uns relativ häufig, allerdings hat man dann auch irgendwie was anderes zu tun, als dann sich noch vor den Rechner zu hocken. Und ja, mal sehen, ob sich das demnächst etwas bessert. Ich hoffe es, kann es aber leider nicht so versprechen. Wäre schön, wenn wir zumindest das Zak McKracken Let's Play abschließen könnten. Ich könnte zwar alleine weiterspielen, aber ich habe es jetzt mit Ellie B. angefangen und dann beende ich es auch mit ihr zusammen. Wäre auch schön, wenn wir noch ein paar Projekte mehr zusammen machen könnten. Aber vielleicht finde ich ja auch noch einen anderen Co-Kommentator. Mal sehen. Jedenfalls habe ich jetzt schon 8 Minuten verplempert von meinem Infovideo. Das macht nichts, ich werde es wahrscheinlich auf 15 Minuten irgendwie so rendern, wenn alles gut geht. Was ihr, wie gesagt, eben dann ja seht. Ich hoffe, es gucken wirklich auch Leute an. Worum es noch geht, also in diesem Infovideo, was ein ganz wichtiger Punkt für mich ist, waren halt diese 22 Abonnenten, für die ich mich bedanken möchte. Was nicht so schön ist, von diesen 22 Abonnenten sind, tja, keine Ahnung, wie viel noch da. Das schwankt irgendwie täglich, also laut dem Zähler, dem Abonnentenzähler, sind es 21, die momentan da sind. Ursprünglich war es bei Google auch so, dass, oder bei YouTube immer so, dass der Zähler wirklich zeitaktuell war. Das heißt also, je nachdem wie viele Abonnenten man hat, so viel hat er auch angezeigt an Anzahl von Abonnenten. Und wenn man drauf geklickt hat, hat man dann eben die Liste der Abonnenten gekriegt. Das war nicht die gleiche Zahl, die man wie bei Analytics kriegt. Also man kann ja noch Analytics sich anschauen. Das geht immer, was ich nicht, 2 bis 3 Tage zurückliegend. Verarbeiten die halt die Daten. Dort sieht man dann, ich sehe schon, ich muss den Schutz doch drauf machen eigentlich. Na gut. Da sieht man dann eben nicht die tagesaktuellen, sondern halt die von vor 3 Tagen im Stand. Das ist dann immer mit hübschen Graphen aufbereitet und sowas, wenn man denn da drauf steht. Ja. Jetzt ist es so, seit gestern, oder zumindest ist gestern, ist es mir aufgefallen, dass ich halt eben Abonnenten verloren habe. Gut, das ist jetzt nichts Schlimmes. Ich meine, vielleicht treffe ich ja nicht mehr unbedingt den Geschmack von allen. Oder man möchte die Liste aufräumen. Habe ich zum Beispiel heute auch gemacht. Habe ich ein paar Leute deabonniert, weil ich festgestellt habe, die Let's Plays gucke ich sowieso nicht. Und nachdem Google ja jetzt sowieso alles umgestellt hat und alles nicht unbedingt viel besser geworden ist, habe ich halt eben auch ein paar Sachen rausgenommen, um vielleicht so ein bisschen die Liste zu optimieren. Das würde ich ja verstehen. Was mich ein bisschen, ja, stört, ist, ich habe so gar keinen Anhaltspunkt, warum die Leute mich deabonniert haben. Oder ob sie mich wirklich deabonniert haben. Das ist nämlich noch die nächste Geschichte. Denn, wie gesagt, bei meinem Zähler, also dem Zähler, steht halt immer noch 21 Abonnenten. Wenn ich draufklicke, kriege ich 6, 5, das schwankt so ein bisschen. Was mich eben vermuten lässt, dass es da eventuell Datenbankprobleme gibt. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, aber ich bin vom Beruf EDV-Branche und habe das ehrlich gesagt auch studiert, beziehungsweise studiere das jetzt inzwischen schon im Master, und zwar Informatik. Ja, was mich ein bisschen stört, ist halt diese Geschichte. Ich weiß halt nicht, ob es wirklich ein Datenbankproblem ist. Ich habe es ehrlich gesagt nicht finden können bisher. Es ist nur ein bisschen suspekt ist mir, dass das halt hin und her schwankt. Also wirklich, dass wenn ich mal drauf klicke, habe ich 6 Leute in der Liste, dann habe ich auch mal 9 Leute, mal habe ich, nur 5 Leute oder auch nur 4. Das ist ein bisschen seltsam, wohingegen der Zähler nicht schwankt. Gut, wenn ich jetzt noch so viele Abonnenten haben würde, würde mich das natürlich freuen. Wenn nicht, weiß ich nicht, ich muss mal gucken, ob sich das legt, sonst werde ich mal gucken, ich müsste mal gucken, ich habe, glaube ich, noch alle Nachrichten, wenn mich jemand abonniert hat, dann könnte ich mal gucken, welche von den Leuten weg sind und könnte die mal anschreiben, um mal so nach einem Feedback zu fragen, warum ich nicht mehr interessant bin, also warum dieser Kanal nicht mehr interessant ist. Vielleicht mache ich das auch. Mal sehen. Dann könnte ich das. Wie gesagt, ich habe schon überlegt, ob ich mir ein Programm verschreibe für später mal, aber bei der aktuellen Anzahl an Abonnenten ist das eigentlich egal. Weil, wie gesagt, das kann man noch von Hand. Ja, gut, weil wie viele Minuten sind wir jetzt? 12,5 Minuten. Ja, wie gesagt, also mich würde mal ein bisschen interessieren, auch so, wie die aktuellen Projekte euch denn so gefallen. Also ich kriege relativ wenig Feedback. Verstehe ich auch, weil im Endeffekt aktiv gucken, weiß nicht, 1, 2 Leute gucken aktiv auch mal die Videos wirklich durch. Gerade jetzt mein aktuelles Let's Play Runaway: A Road Adventure, welches ich dann Primes & Cow wirklich spielen darf, was eine schöne Sache ist. Jedenfalls kommen wir da auch zum nächsten Punkt, glaube ich. Das wäre der dritte Punkt, was momentan so die Projekte angeht. Ich habe, glaube ich, gestern oder was heute? Weiß gar nicht. Nee, genau. Gestern ist der 18. Part von Let's Play Runaway: A Road Adventure rausgekommen. Also veröffentlicht habe ich den da. Ich habe allerdings jetzt auch keine Parts mehr in Reserve. Das heißt also, heute könnte ich jetzt keinen Part direkt hochladen. Ich lade stattdessen das Infovideo hoch und gucke mal, ob ich es schaffe, die nächsten Parts hochzuladen. Also ob ich es schaffe, welche aufzunehmen und in welcher Menge. Dann würde ich es vielleicht sogar noch schaffen, heute Abend noch ein Runaway: A Road Adventure hochzuladen. Also Part 19 dann. Ja, morgen bin ich ehrlich gesagt nicht da. Also da werde ich wahrscheinlich den ganzen Tag nicht da sein. Und Sonntag höchstwahrscheinlich, also da werde ich hier sein, aber werde ich wahrscheinlich keine Zeit haben aufzunehmen. Vielleicht doch, weiß ich nicht, vielleicht sogar mit Ellie B. Da wäre sie, allerdings kann ich es nicht garantieren. Würde mich, wäre schön, aber wir haben eigentlich was anderes zu tun. Je nachdem, wie schnell wir damit fertig sind, wäre das halt durchaus eine Möglichkeit. Ja. Wie gesagt, bei mir ist momentan so ein bisschen ein Problem, also ich hatte ja vor ein paar Wochen schon mal irgendwie eine Woche oder 2 nichts hochgeladen. Das war auch so eine Geschichte, da hatte ich einfach keine Zeit. Und im Endeffekt geht Studium und Arbeit irgendwie immer vor. Also Studium, Arbeit, Real Life geht irgendwie immer vor. Also ich macht mir ja Spaß mit euch. Ich hatte meiner Meinung nach dann auch ein paar Double Features dazwischen gehauen, um euch so ein bisschen zu entschädigen. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich kann das nicht so ganz abschätzen, inwieweit interessant es für euch überhaupt ist, dass ich täglich Parts hochlade. Ich habe so das Gefühl, es ist schön, dass ich die hochlade. Anschauen tun sich die kaum Leute oder wenn, dann eher am Wochenende. Aber für mich wäre es schon mal interessant zu gucken, wie sieht das aus? Wann passt euch denn das besser? Vielleicht muss ich gar nicht so viel Parts machen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, häufig mache ich das. Ich mache das ja weniger wegen der Abonnenten, vielmehr ja eigentlich, weil es Spaß macht. Das ist ein Hobby für mich. Und es ist natürlich eine nette Sache, wenn dann Leute das gut finden. Also ich meine, das ist nicht ganz unaufwendig, wobei ich mir ja die Arbeit relativ einfach mache. Das gebe ich ja zu. Also wenn ich mir überlege, dass es durchaus Let's Play, die viel mehr schneiden und Effekte einbauen und solche Geschichten, was meiner Meinung nach aber halt eben, also gut, das Schneiden nicht, aber wenn ich mir überlege, so Effekte einbauen und Überblendung und solche Geschichten sind allerdings meiner Meinung nach weniger was für Let's Player, als vielmehr was für Commentaries und solche Geschichten. Ja. Mag aber jeder sehen, wie er will. Jedenfalls, was mich da eben, was momentan halt eben ist, dass ich halt nicht so viel Zeit habe. Ich habe keine Zeit, tagesaktuelle Folgen zu drehen. Also ich kann nicht jeden Tag mich abends hinsetzen und noch eine Folge drehen. Das liegt zum einen einfach daran, dass ich, dass eben mein Beruf schon damit zu tun hat, die ganze Zeit am Rechner zu arbeiten. Als Anwendungsentwickler hat man irgendwie dann den ganzen Tag bei der Arbeit irgendwie mit dem Rechner gearbeitet und möchte dann doch nicht wirklich, oder zumindest ich möchte dann abends häufig mich einfach nicht mehr hinsetzen und am Rechner sitzen und irgendwas machen, weil ich möchte ihn gar nicht mehr anmachen, denn wie gesagt, wenn man den ganzen Tag am Rechner gearbeitet hat, ist es zumindest für mich so, dass ich eigentlich kein Interesse daran habe, dann noch abends irgendwas zu machen. Für mich ist es dann so, eigentlich spiele ich normalerweise gerne am Wochenende. Also bei mir ist das üblicherweise samstags. Das ist so ein Tag eben in der Woche, wo ich tatsächlich eben Zeit habe. Ausgenommen eben, wenn jetzt andere Sachen anliegen, aber zumindest habe ich eigentlich samstags Zeit. Und das ist eigentlich auch mein Aufnahmetag. Das hier nehme ich jetzt zum Beispiel freitags nach der Vorlesung auf. Das ist eine ganz nette Sache. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, während der Vorlesungszeiten, also den Tagen, an denen ich Vorlesung habe, habe ich auch nicht so viel mit dem Rechner zu tun. Deshalb ist das dann nicht so schlimm. Aber trotzdem kann ich das halt immer nicht so richtig timen. Ich schaffe es auch manchmal donnerstags. Also ich meine, ein paar Parts habe ich ja donnerstags aufgenommen, habe ich in den Parts ja auch immer gesagt dann. Das ist dann aber mehr so notgedrungen, weil eben dann ich halt gerne noch ein paar Parts eben spielen wollte und mir eben keine Parts mehr blieben, die ich veröffentlichen konnte. Und ich mache halt eben ein Part pro Tag, oder also mindestens ein Part pro Tag, zumindest versuche ich das. Garantieren kann ich es leider nicht. Und ja, das ist auch eine Frage dessen, ist das denn notwendig? Ich würde mich ja, wie gesagt, über so ein paar Kommentare freuen, so wie das denn aussieht. Wie macht ihr das? Also ich meine, wir wissen ja, ein Großteil der Let's Player-Szene oder der Abonnenten von Let's Playern sind Let's Player. Deshalb denke ich, das ist bei meinen Abonnenten ja nicht anders als bei euch. Ihr seid ja auch ein Großteil davon Let's Player selber. Ja, wie gesagt, mich würde es halt mal interessieren, wie das so aussieht. Also was ihr so als gut betrachten würdet. Ich persönlich habe kein Problem damit. Ich würde ja tatsächlich auch manchmal 45 Minuten Parts herstellen. Und ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich bin jemand, der tatsächlich auch mal 45 Minuten Parts konsumiert. Wobei das inzwischen auch nicht mehr so der Fall ist, weil ich einfach momentan gar keine Zeit für sowas habe. Ich gucke mir zwar ab und zu schon ein paar Let's Plays da noch an, weiß nicht, PietSmiet und GameTube, auch Invisible Kid, auch mal ab und zu eins von den Abonnenten, ein Teil von den Abonnenten gucke ich auch eben dann Let's Plays mal, wobei eben nicht so regelmäßig wie, ach das stimmt auch nicht, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich gucke glaube ich pro Tag, naja doch, also ich gucke wahrscheinlich schon viel zu viel pro Tag, noch eine Stunde oder so dann manchmal, naja, jedenfalls soll das hier halt eben so ein Infovideo sein. Ich weiß nicht, wenn das gut ankommt, könnte ich ja mir auch überlegen, mal häufiger so ein paar Infovideos zu machen. Denn momentan ist es ja eher so, es kommen halt Parts oder es kommen keine Parts, keine Informationen. Ich bin auch ehrlich gesagt nicht derjenige, der unbedingt dann bei Facebook oder so das posten muss. Ich meine, da ist zwar ein Account da und es werden auch die YouTube-Videos eben automatisch mit eingepflegt bei Facebook. Aber ich bin ganz ehrlich, ich habe zwar den Facebook-Account, aber ich persönlich gucke so selten bei Facebook rein. Ich bin ehrlich gesagt auch nicht unbedingt so ein Freund von diesen Social-Media-Geschichten. Beziehungsweise halt eben diesen ganzen Portalen. Aber gut. Auf jeden Fall ist es bei Facebook, so wie ich das immer sehe, wesentlich praktischer als bei YouTube, weil sich bei Facebook wenigstens, da funktioniert alles noch. Bei YouTube ändert sich das in letzter Zeit so häufig und nicht unbedingt zum Besseren. Nun gut. Ja, ich würde sagen, damit beende ich das erste Infovideo. Und ja, wie gesagt, würde mich über Feedback, Anregung, Kritik, Vorschläge für andere Let's Plays, ja, weiß ich nicht, ob ich unbedingt Vorschläge für andere Let's Plays brauche. Ich habe da relativ klar schon mir Gedanken gemacht, was ich als Let's Plays in welcher Reihenfolge wie machen möchte. Das ist als nächstes wird wohl, nachdem ich Runaway: A Road Adventure abgeschlossen habe, werde ich wohl als nächstes den zweiten Runaway Part spielen. Nun gut, wir hören hoffentlich voneinander in den Kommentaren. Bis dann.